Weg mit euch, ihr kleinen Arschkekse. So. Moment, hier habe ich da gerade. Ach, da hinten. Ist klar. 6 Abtrünnige in deinem Punkte? Was? Das kann gar nicht sein. Ja. Erstmal das Palladium hier nehmen. 400. Naja, nicht so viel, aber egal. Ich nehme gerne alles mit. Wahrscheinlich schon bei den Shuttle Docks. Ich verstehe ja, warum Sie Vido tot sehen wollen, aber ist er es wirklich wert, diese Menschen verbrennen zu lassen? Ich bleibe nicht hier, um zuzusehen. Wenn wir den Leuten helfen, flieht Vido. Und wenn er flieht, gebe ich Ihnen die Schuld. Die Menschen retten oder Said? Ja, wenn ich Said helfe, retten wir viele Menschen. Also los, bevor Vido fliehen kann. Freut mich, dass Sie meiner Meinung sind. Naja, mehr oder weniger. Nein! Hilfe! Nein! Ja, ist jetzt nicht die geilste Entscheidung, aber naja. Man kann ja auch nicht alles haben, ne? Alter, 17 abtrünnigen Punkte gibt's dafür. Leck me am Wasch. Okay, ich sollte hier wahrscheinlich mal in Deckung gehen. Ach, am Arsch. Kannst du mal hier nach Hause kannst du gehen, verstehst du? So, mach mal hier ein bisschen was, so. Hm. Ach, nachgeladen hat er automatisch. Sehr schön. Ich glaube, hier kommt auch noch welche. Oh, die können mich ja treffen von da. Das ist natürlich ungünstig. Ah, sag ich doch, da kommen auch welche. Verreckt, ihr kleinen Arschpissers. Wo bin ich denn überhaupt lang? Da. Kann ich hier hin? Ah, hier kann ich sowieso nicht hin. Also von daher, weiter geht's. Müssten eigentlich alle tot sein. Falls nicht, hätte ich es jetzt gemerkt. So, Servus. Bergen. 6000 Credits bekommen. Das finde ich schön. Alter, hier geht irgendwie alles kaputt. Das finde ich jetzt irgendwie nicht so schön, aber naja, gut. Erstmal die Tür. Hier bin ich. Ja, wenn er an mich gucken will, ne? Moment, 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 Moment. Erstmal, du machst hier die Überlastung. Ich bin jetzt hier so ein Alter, wie die auseinanderfetzen, ey, ohne Scheiß. Schon heftig. Da kommt einer. Wiederum kommt auch einer. So, du bist tot. Und du auch. Und du bist auch weg. Oh. Ihr sterbt ja alle. Da kommt noch einer. Tja, da kam einer, sollte ich vielleicht sagen. So, jetzt bin ich auf der anderen, auf der other side. Ups. Away with you. Ah. Away, away. Na, gibt's ja auch noch welche, die was auf die Fresse wollen. Kein Problem, ich habe für alle was dabei. Hier gibt es ja gar keine mehr. Warum sind denn hier keine Gegner? Oh ja. Das sieht interessant aus. Ein klein, schön Flammenwerfer. Ich brauche Deckung. Scheiße, ich konnte jetzt nicht lesen, was da steht. Ich muss mit 5 verschiedenen Waffen töten. Kein Problem. Alter, piss dich. Junge, was soll das? Bin ich nicht nett von dir? Okay, die werde ich. Okay, die Waffenspinne werde ich auch gleich erstmal benutzen, weil ich dann eine andere schwere Waffe einfach nehme. Shepard auswählen. Ne, die Firestorm will ich jetzt nicht mehr. Nehmen wir den. Die Blackstone, ich habe ein schwarzes Lochgewehr, ja, aber da weiß ich nicht genau, wie die funktioniert. Aber ich nehme sie jetzt einfach. Scheiß drauf. Auswählen. Ne, auswählen. Zurück. Zurück. Beenden. Tschüss. Oh ja. Wobei, das Ding würde ich gleich erst benutzen wollen, noch nicht jetzt, weil hier ist es ja noch voll bescheuert, es zu nutzen. Erstmal hier irgendwie. Hier kann ich gar nicht in Deckung, das ist blöd. Dann gehe ich hier in Deckung.
Dann gehe ich halt hier in Deckung. Alter, ohne Witz, was soll das? Ach, lecken. Ach, scheiße, jetzt haben die ihn auch schon getötet gehabt. Ich bring euch alle um! Oh, Moment. Ist mir Latte, Junge. Du kannst eh nichts gegen mich ausrichten. Oh, wo ist er hin? Ach, immer diese behinderten Kommentare von denen, weißt du? Die selber verstecken sich irgendwo am Arsch der Welt und müssen aber immer einen auf dicke Hose machen, ja? Die selber haben sie nichts drauf. Aber... Oh, verdammt. Ihr Herz vibriert. So, knall den mal weg. So, Moment. Achso. So, du bist tot. Du bist tot. Ich habe noch zwei Schüsse damit. Super. Hier ist noch ein Gegner. Wo ist denn der? Der steht da, der kommt jetzt. Das war cool. Na, wenn es cool war, was cool war. Was wollen wir machen? Oh. Verdammt. Oh, verdammt. Okay, ich habe hier keine Munition mehr. Deswegen. Nee, hier ist scheiße irgendwie jetzt gerade zu verstecken, weil. So. Haha, fliegt ihr kleinen Wichsköpfe, er fliegt. Verdammt, schnell, 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 schnell. Nein, verdammt. Geht nicht, geht nicht, geht nicht, es kommt auf mich zu. Ich habe Angst. Stirb, Junge. Ah, komm. So, weg mit dir. Jetzt könnte ich das Ding abschießen, wenn ich hier mal wegkomme. So. Dann einmal den hier und das war's mit dir. Gibt's hier noch mehr Gegner? Ich glaube, langsam reicht's mit den Gegnern, wa? Okay, da hinten. Warte mal, warte mal, warte mal, mein Freund. Da hinten kommt auf jeden Fall ein kleiner Mac. Ich muss erst das Ding aufladen. Ich hoffe, das geht jetzt irgendwie, bevor ich sterbe. Viel Spaß damit. Alter, das ist doch voll für den Arsch, ey. Ohne Scheiß, Junge. Hier. Komm schon, explodier. Oh, oh. Nice Explosion. Ich muss in Deckung. Okay, knall ihn das Ding rein. Okay, komm schon, komm schon, komm schon. Er will eine Rakete zünden. Los. Wow. Das Ding war nice. Explodier. Komm schon, explodier. So. So viel zu einem Mac. Okay, das Ding ist eigentlich an und für sich ja schon mal ziemlich geil. Das Problem ist nur, dass der Schuss extrem langsam ist. Und der braucht auch eine Weile, bis der dann tatsächlich auch mal explodiert. Das ist natürlich auch ein bisschen scheiße. Dadurch ist sie natürlich eigentlich im Gefecht so gut wie überhaupt gar nicht nutzbar. Ja, ist einfach unvorteilhaft, wenn du, du musst ja zielen, das Vorbereiten dauert ja schon eine gewisse Zeit und das Schießen an sich dauert ja auch nochmal. Und dann, bis der Schuss an seinem Ziel ist, kann ja der Gegner sich von da wegbewegen und bevor die dann, dann aber auch hochgeht. Sonst ist sie ziemlich cool, was Damage angeht, aber das war's dann auch schon. Für einen echten Kampf ist das echt, ja, nicht so super zu nutzen. Da gibt es andere geile Waffen. Said, bitte! Sie wissen, es war nichts Persönliches. Rein geschäftlich. Nein! Ich glaube, Said sieht's anders. Sehen Sie sich an! Ich habe Ihnen einen Gefallen getan. Said, bitte. Ich werde hier sterben. Tun Sie doch etwas. Das beschleunigen kann er. Brenn, du Schwein.
Okay. Gar nicht brutal und so. Aber war sehr schön inszeniert mit der Zeitlupe. Sah cool aus. So viel kann man sagen. Damit haben wir die zweite Loyalitätsmission erfolgreich abgeschlossen. Das ist ja schon mal ein Anfang. Ist doch geil. Finde ich gut. Finde ich sehr, 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 sehr geil. So, zurück auf dem Schiff. Gibt's irgendwas Neues zu berichten? Wie kann ich Ihnen helfen, Commander? Mein lieber Kelly. Gibt es etwas, das ich wissen sollte? Im Moment nicht. Das ist ja schade. Was, Commander? Nö. Das wäre alles. Ich bin hier, wenn Sie etwas brauchen. Okay. Dann werde ich zunächst einmal hier reingehen und werde mir ein bisschen im Forschungsterminal die Zeit vertreiben und gucken, was es für neue Upgrades gibt. Sturmgewehrschaden. Für 5000 Iridium, kein Thema. Gibt immer noch 5. Sturmgewehrdurchschlagung. Für 15.000 Iridium, ja sicher. Aber das habe ich ja noch. Gibt's jetzt? Ne, hier kann ich nichts benutzen. Panzerungsupgrades, was kann ich? Notfallschilde für 25.000 Platin. Hab ich. Tech Dauer 3000, das ist ja ein Witz. Alles, wofür ich auch Element Zero brauche, ist auch alles irgendwie nicht so teuer, finde ich. Außer ich glaube, das Zurücksetzen der Kräfte. 1000. Kein Thema. Können wir locker machen. Tech Abklingzeit. 5000 Element Zero. Auch kein Ding. Jetzt haben wir das noch. Schiffsverbesserung. Ja, mache ich das jetzt? Achso, kann ich mir gar nicht leisten. Achso, kostet. Okay. Ja, dann ist klar, ne? Okay, das Fortgeschrittene hier. 5000 Element Zero. Kann diese Forschung mehrfach durchführen, nach jedem Abschluss eine Bonuskraft aus. Okay. Kann ich mir eine neue Bonuskraft aus. Ja, ich werde die ich jetzt habe, wahrscheinlich auch nicht behalten, weil so geil finde ich die Inferno-Granate jetzt irgendwie nicht, ehrlich gesagt. Keine Nachrichten für Sie, Commander. So, das ist ja schön. Haben wir die nämlich auch schon mal erledigt. Das muss ich nochmal gucken. Jetzt gehe ich hier auf jeden Fall erstmal zurück. Fliege ich nach Aquila zurück. So, System anfliegen. Jetzt brauche ich auf jeden Fall einen neuen Treibstoff und neue Sonden. Das ist ja beides ziemlich brach. Schluckduluda. So, dann Massenportal. Jawohl, einen Sprung möchte ich gerne machen. Den Kogane gefangen und hier. Achso, das ist alles Feuergänger. Feuergänger. So. Artefakte und Forschungsräume beschaffen und Geth-Überfall. Was machen wir denn als nächstes? Ich bin mir noch nicht so sicher. Soll ich mal so diese kleinen Sachen erstmal machen oder soll ich mal sagen, nee, wir machen mal eine fette Hauptmission und zwar... keine Ahnung. Ich bin mir da echt noch nicht so sicher, weil ich das nicht... Ich mache mal als nächstes kommen. Die kleinen Missionen oder mache ich mal so eine fette Mission nochmal? Ich weiß es nicht. Im Grunde, komm, scheiß was drauf. Die Gefangene rekrutieren. Machen wir das jetzt doch. Einfach mal so. Because we can. So. Dann werde ich aber erstmal in die anderen fliegen. Ja. Ach, wobei mir einfällt, wir werden noch garantiert... Anomalien entdeckt irgendwie. Ist hoch. Okay, dann nehmen wir das mal mit. Sonde unterwegs. Man sieht, Platin ist ja auch relativ wichtig hier. Oh, mal, hier war gerade viel. Hier war viel Palladium. Aber reicht schon. Ja, alles passt schon. Anomalie geortet. Anomalie geortet. Sonde gestartet. Ja, mal gucken, was hier passiert ist. Ich habe etwas gefunden. Die Allianz hält alle Schiffe dazu an, nach Hinweisen auf den verschollenen Fracht der MSV SD Vanico Ausschau zu halten, der vor einem Jahr in diesem Sektor verschwunden ist. Für alle Informationen, die helfen, das Schicksal der SD Vanico zu ergründen, gibt es eine Belohnung. Oberflächenscans deuten auf ein großes Schiffswrack hin. Die Signatur weist Ähnlichkeit mit der Allianz, mit dem Allianzfrachter MSV SD Vanico auf. Die Struktursicherheit des Wracks ist kritisch. Die Lebenserhaltung ist beschädigt, müsste aber für eine Minimalcrew ausreichen. Erhöhte Vorsicht ist anzuraten. Na dann, wollen wir doch mal landen und schauen.
was hier so, ob es das gesuchte Schiff ist oder nicht. So, wir werden hier alleine abgesetzt, auch schön. Oh, Moment. Hier muss ich lang. Eine Durchsuchung des Wracks liefert wahrscheinlich Informationen über die letzten Stunden der Estevanico. Warnung, das Wrack könnte aus dem Gleichgewicht geraten und die Klippe hinabstürzen. Ha, also mich würde interessieren, ob das wirklich möglich ist, dass das hier abstürzt, während ich hier noch drauf bin, weil das ist mir irgendwie noch nie passiert. Habe ich auch noch nie erlebt, ehrlich gesagt. Also bisher, ab und zu, klar. Ja, aber, also ab und zu bewegt sich das Schiff zwar, aber jetzt wirklich abgestürzt bin ich damit noch nicht. Wäre mal interessant, ob die, ob das möglich ist, mit dem Schiff abzustürzen. So, da hinten ist nichts, dann gehe ich jetzt erstmal hier rauf. So, oh ne, hier geht's ja gar nicht lang. Hier muss ich hin. Jawohl. Ja, super. Hammer. Fuck, bitch. Mann, das ist doch scheiße, hier so eine Rotze. Geh mal zurück, Shepard. Vielleicht kommen wir noch mal weg. Alter, das ist doch voll der Bullshit. Jetzt hänge ich hier in der Luft fest. Moment, geht's so weiter? Jawohl. Na, zum Glück gibt's hier keine Bugs. So ein Käse, echt. Da bleibt man hier Tatsache einfach mal. Oh ja, Shepard kann fliegen. Hier, das passiert öfters, aber. Also abgestürzt oder so bin ich echt noch nie. Und ich bezweifle irgendwo auch, dass es möglich ist. Ich möchte es jetzt natürlich auch nicht, ich sag mal so, unbedingt darauf anlegen. Aber wer weiß. Okay, sieht man voll krass, wie sich das bewegt und so. Also ich ja, würde da ja nicht raufgehen. Das muss ich ja mal auf jeden Fall sagen. So. Aber wir sind ja auch gleich am Ziel. Hier ist auf jeden Fall noch ein Teil, da unten ist noch was. Wir müssen ja auch versuchen, alles einzusammeln oder so viel wie möglich halt einzusammeln. Puff. Oh, verdammt. Ist mal schön in die falsche Richtung laufen. Ich muss nämlich hier lang. Ein wenig Iridium muss sein. Aua. So. Dann geht es weiter. Dann geht es hier rüber. Ich glaube, da oben ist da oben noch was. Nö, da oben ist nichts. Also, Zugriff auf den Mainframe, bitte. Okay, jetzt geht das Schiff kaputt. Jetzt stürzt es ab. Jetzt ist das Schiff sauer. Dann werde ich mich mal von hier verdünnisieren. So, Daten habe ich wieder beschafft. Vom Einsatzgebiet bin ich auch entkommen. Ist doch alles super gelaufen. Einen Schuss habe ich abgegeben, damit man nicht aus der Übung kommt. Läuft doch. Jo, jo, jo. Jetzt dürfte ich hier eine neue Nachricht haben. Mal gucken. Ein erstaunlicher Fund von Dr. Richard Taylors, Kurator, Allianzmuseum für die Erkundung der Galaxien, Erde. Commander Shepard, wir möchten uns für die Beschaffung der Daten der MSV Estevanico bedanken. Sie zeigen, dass das Schiff von Söldnern des Bloodpacks und Vulture-Soldaten angegriffen und überrannt wurde. Vom Datum her zu schließen, war das die erste Allianz-Crew, die den Vulture gegenüberstand. Sie hatten bestimmt alle große Angst. Wir schicken jetzt Bergungstrupps los, um so viele wie möglich für das Museum zu bergen. Ach, so viel wie möglich. Nochmals vielen Dank für Ihren Einsatz. Ja, kein Problem.